Die Musik ist mal Hammer, oder? Das. Oh, oh. Boah. Können wir uns auch selber ein. Wollen wir eine Frau spielen? Gut, nehmen Sie hier, oder? Ja, weiter. Hautfarbe. Die Sommersprossen, ne? Die schmecken. So. Die machen sie schön, schön blass. So, Falten. Nee. Mal gucken, ob wir Alice nachgebaut kriegen. Erstmal keine Falten. Muttermale. Wir bauen uns unsere Alice hier. Hier so ein Schönheitsfleck. Narben hat sie. Warum hat sie Narben zur Hölle? Nee, Namen hat sie keine. So. Rouge Steckkraft. Ja, die ist immer. Die errötet immer, wenn sie Fahrzeugkontrollen macht. Nein. Lippenstift Deckkraft? Ja, komm, voll. Lippenstift Farbe? Ja. Eyeliner Deckkraft? Voll. Eyeliner Farbe? Sieht den Unterschied bei der Eyeliner Farbe? Ich nicht. Okay. Oh, auch voll. Einmal blasen bitte. Oh, gerne so. Ist der Sim als Frau schwerer? Hoffentlich ist er. Was heißt hoffentlich? Wieso schwerer gestellt? Warum soll er schwerer gestellt sein? Lidschattenfarbe. Ach, da oben. Ja, ich finde die hübsch. So. So, Kopf. Größe und Position. Ach du. Ach nein. Alter, guckt euch diesen Editor an. Wir machen Eidechsenmenschen. Ich kann dich leider nicht mehr. Ja. Finde ich sehr realistisch schon mal. Ja. Also es wird doch nicht Alice, ne? Wir haben jetzt nichts. Guckt euch den Kopf. Ja, ja. So, die Schläfen knallen auch raus. Dann brauchst du unbedingt den gelben Lipgloss. Oh ja, das mach ich gleich, ja. So. Ich baue mir meine Traumfrau hier, so, zack. Wobei, die sitzt ja eigentlich neben mir schon. So, die Form der Wangen. Gefällt mir. So. Lippenstiftfarbe. Gelb, ne? Sieht aus wie eine Bertha. Ich mach. Nein, Eddie, sowas nicht gemeint. Warte mal, Gesichtspflege. Da habe ich mir überlegt, dass ich mal wieder anfangen könnte, meine abendlichen Workout-Routinen zu machen. Was sind denn abendliche Workout-Routinen? Das klingt so. Das hört sich echt nach Sport an, ne? Was für Frisuren haben wir denn hier? Wir brauchen so eine richtig kesse Frisur hier. Ach nein. Ja, die gefällt mir, die Frisur. So, was für Haarfarben können wir den nehmen? Kein Rot? Wie, keine roten Haare? Doch, die sind rot, oder? Ne, sind eigentlich braun, ne? Gibt keine roten Haare? Das Spiel ist total diskriminierend. Ja, sofort deinstallieren, ey. Oh, Lara Croft. Ja, der war einer der allerersten Teile. So die Augenform. Jetzt so ein Kinderblick. So. Oh. So gefällt es mir. Ja, so ist nicht ganz so. Also nicht, dass der ganze. Aber schöne große Augen. Schöne große Augen kriegt sie. Auch Sport. Man könnte es auch sein lassen, das Schwimmen. Ja. Wie die Olsch von Heiligtum. Welche? Hä? Ich habe Jeremy's Next Top noch nicht geguckt. Es tut mir leid. So, es wird mehr und mehr ein Eidechsenmensch. Ach nein, guck.
Augenfarbe. Ey, wir können rote Augen. War nicht hier gerade rote Augen irgendwo noch? Das sind rote Augen. Sehr schön. Oder? Ja. Also sollen wahrscheinlich eigentlich braun sein, aber für uns sind sie jetzt so rot. Was Augenbrauen ausmachen können, ne? Keine grünen. Wo ist das Grün? Schade. Alter, man kann ja komplett alles anpassen. Das ist das beste Spiel. Das ist besser als der Sims-Charakter-Creator. Ohne Witz. Wir machen die schönste Frau der Welt hier gerade. Dann machen wir Vulkanier, man. Das ist ein bisschen Vulkanier-mäßig, ne? Das ist wirklich, sieht aus wie ein Vulkanier jetzt, ne? Ich passt auf. Seht ihr? Vulkanier. Nase. Okay, super. Wobei, nicht mal bei Atlas konnte man so viel einstellen beim Charakter. Das ist, also da hätte, kann sich Atlas echt nochmal ein Scheibchen von abschneiden. Ich glaube, ich werde den Atlas. Da steckt die Hälfte des Budgets für das ganze Spiel drin. Oh Mann. Ich hoffe nicht. So, Form? Wir können noch Nasen formen? Ich habe die doch gerade geformt, die Nase. Also wer die nicht ernst nimmt, ne? Im Dienst, ne? Das weiß ich aber auch nicht. Ach, jetzt weiß ich auch, wo der Begriff Septum hier kommt. Das ist hier dieses, das Ding hier vorne. Krass. Septum-Piercing, ja, ja. Krass. Okay. Wir haben das gelernt. Was gelernt? Nasenflügel. Hier sind das die Nasenflügel. Also. Die trägt ihre Nasenflügel halt außen. So. Die Lippen. Größe. Ey, das sind die schönsten Lippen der Welt, ja? Das passiert übrigens, wenn man zu viele Schönheits-OPs macht. Ich wollte es nur gesagt haben, ne? So macht sie gerade. Kussmund. Das ist wirklich ein Kussmund. Und die... Guck mal. Traurig. Fröhlich. Sie ist traurig. Nee, sie ist wütend. Wütend ist sie. Das wird immer besser. Ja. Ja, vielleicht. Weiß nicht so. Mhm. Was ist denn das Filtrum? Ach, das ist hier oben, dieses Ding. Kann man nicht noch ranzoomen, ja? Genau, sieht gut aus. Jetzt die Ohren. So. Ich brauche Vulkanier-Ohren. Erstmal also so Position. Ey, wir können bestimmt Vulkanier-Ohren machen, oder? Sitzt hier immer so hoch bei den Vulkaniern. Form. Kann ich die nicht spitz zulaufen lassen irgendwie? Ja, ich glaube, es ist schon ein bisschen, wartet mal. Was? Nein, das ist doch kein Quatschfuchs. Das ist doch kein Transvestit. Das ist unser Traumcharakter hier, den wir gerade bauen. So, Kiefergelenk. Was ist das? Alter, was ist mit diesem Charaktereditor los? Der kann alles. Du hast ihn sauer gemacht, Fuchs. So, Kinn. Achso, das Kappa. Oh Gott, jetzt wissen. Ich dachte, man macht keine Kappas mehr im Jahr 2019.
Oh, was ist denn mit dem Hals hier? Pass auf. Die kriegt einen ganz schmalen Hals. Ohne Doppelkinn, so. Wir wollten doch... Also, hä? Das war kein Seitenhieb. Quatsch. Quatsch. Editor 80%. Guckt euch die an. Moment, wir könnten... Nein, wir können auch noch... Wir könnten die Brust auch noch definieren. Natürlich machen wir das. Aber warum hat sie denn so viele Sachen an eigentlich? Ja, natürlich ist sie Polizistin, aber deswegen muss sie doch nicht so viel tragen im Charakter-Editor. 90% des Budgets. Wir können sogar den Hintern... Ja, guck mal, wir können hier sogar... Alter, nicht im Ernst, oder? Nicht im Ernst. Wir können den Hintern definieren. Ich glaube wirklich, das ist ein Germany's Next Topmodel-Spiel, ey. Thema Schönheits-OP und die Notwendigkeit reden, bitte. Ja, genau. 95. Ey, wir können sogar die... Ich finde, das ist eine wunderschöne Frau, ja? Darüber wird sich nicht mehr lustig gemacht jetzt. Ja? Wir möchten wirklich mit diesem Charakter spielen, ja? Ach, eine geile Taille. Moment. Taille? So, ne? Das ist eine Wespentaille hier. Oder? Besonders schön finde ich die Nase an den die Oberlippe spaltet. Ja. Ich glaub's auch, ey. Oh, das war die unabhängiges Gesicht. Quatsch. Sie ist Vulkanierin, ja? So, sie hatte zuerst am Schreibtisch die ganze Zeit gesessen und ist immer mit dem Kopf auf den Tisch aufgeschlagen. Sie kann nichts dafür, ja? Sie spart das Geld für eine Schönheits-OP. Denkt immer dran. Wir machen diesen Job hier als Autobahnkorb nur für ein hübsches Gesicht. Wirklich. Nichts anderes. Das ist ihr Lebenstraum. Wir kommen jetzt zum eigentlichen Spiel. Wir machen die Einführung hier. Oh, Tutorial. Nutze linken Stick, um zu laufen, rechts, um dich umzusehen. Mit RT kannst du rennen. Drücke A, um andere Personen oder Gegenstände zu interagieren. Ich glaube, mit uns möchte keiner interagieren, oder? Melde dich am Empfang. Das ist interplanetarisch, Vulkanier zu sein, entschuldige ich nicht alles. Okay. Guten Tag. Hallo? Okay, der möchte nicht mit uns sprechen. Ich weiß gar nicht warum. Guck, die gucken alle weg. Hä? Öffnen? Hallo? Die Tür geht nicht auf. Ach, hier müssen. Aha. Hallo? Hallo, was kann ich für Sie tun? Ich möchte zu Herrn Becker. Das ist hier der Chef. Würden Sie vielleicht auch erstmal mit dem Fußvolk vorlieb nehmen? Nein, und ich weiß, dass er der Chef ist. Genau deshalb möchte ich auch zu ihm. Für wen halten Sie sich eigentlich? Für die Neue. Energisch. Wir sind energisch, wir sind Vulkanier. Ich bin Ihr neuer Kollege, der einen Termin bei Ihrem Chef hat. Oh. Weiß er eigentlich, wie Sie sich hier aufführen? Okay. Nichts für ungut. Okay. Jemand hätte mir ja auch sagen können, dass Sie heute hier anfangen. Ja, hat das niemand? Ich öffne Ihnen die Tür. Wir werden hier mal alles... Die Treppe rauf und dann links. Wir werden hier alles umkrempeln. Alles wird hier umgekrempelt. Der Kollege, den mag ich nicht. Den mag ich... Guck ihn euch an. Den hassen wir ab sofort. So. Seht ihr? Erster Unfall.